Zero. Captain Zero, ein Held, der durch die Zeit reist, der Vergangenes bewahrt und die Zukunft plant. Von Comicheften bis hin zu Spielfilmen. Überall findet sich das faszinierende Thema der Zeitreise. Aber Zeitreisen sind nicht mehr nur Science Fiction. Führende Physiker denken, dass Reisen durch die Zeit möglich sind. Zumindest in der Theorie. Denn eine Reise in die Zukunft ist eine völlig andere Problematik als eine Reise in die Vergangenheit. Die Reise in die Zukunft ist relativ einfach. Dass es möglich ist, durch die Zeit in die Zukunft zu reisen, das heißt, dass die eigene erlebte Zeit langsamer vergeht, wurde durch zahlreiche Experimente während der vergangenen 50 Jahre belegt. Das ist absolut machbar. Es gibt keinen Zweifel über diese Art der Zeitreise. Albert Einstein zeigte schon 1905 mit seiner Relativitätstheorie, dass Zeitreisen in die Zukunft sehr einfach sind. Alles, was man dazu benötigt, ist ein Raumschiff, das fast so schnell wie das Licht ist. Zeitreise, das klingt immer noch wie kühnste Science Fiction. Aber sie basiert auf Einsteins revolutionären Ideen über die Zeit. Die fantastischste seiner Ideen ist, dass Zeit nicht gleichmäßig ist. Sie vergeht immer anders. Ob man nun in einer Rakete unterwegs ist oder auch nur in einem Aufzug. Von Galileo bis hin zu Newton. Jeder nahm an, dass es eine absolute Zeit gibt. Aber es war Einstein, der zeigte, dass Zeit relativ zum Beobachter ist. Also, dass zum Beispiel Ihre Zeit nicht meine Zeit ist. Wenn jeder von uns eine eigene, sehr genaue Uhr hätte, und wir würden uns jeder auf eine andere Art in verschiedene Richtungen bewegen und dann wieder irgendwo zusammentreffen, würden unsere Uhren unterschiedliche Zeiten anzeigen. Unsere Uhren würden unterschiedliche Zeiten anzeigen, weil nach Einsteins Theorie Geschwindigkeit und Gravitation den Lauf der Zeit beeinflussen. 1975 überprüfte Carol Alley Einsteins Theorie. Würde die Zeit an Bord eines Flugzeugs anders vergehen? Wir hatten zwei identische Uhren. Eine der Uhren flog 15 Stunden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an Bord einer P3C. Wir verglichen die Zeit der Uhren am Boden und der im Flugzeug mit kurzen Laserimpulsen, so wie es Einstein beschrieben hatte. Wie lassen sich zwei Uhren über eine Entfernung synchronisieren? Nun, während des Fluges konnten wir die tatsächliche Abweichung der Uhr im Flugzeug von der am Boden durch den Vergleich dieser Lichtimpulse registrieren. Die Unterschiede in Geschwindigkeit und Gravitation zwischen der Uhr im Flugzeug und der am Boden haben zu einem Zeitunterschied von einer 50-Millionstel Sekunde geführt. An Bord des Flugzeugs war die Zeit langsamer vergangen. Das Tor für Zeitreisen in die Zukunft war aufgestoßen. Die Auswirkungen von Geschwindigkeit auf Zeit hatten zur Folge, dass die Astronauten von Gemini 12 um 100 Millionen einer Sekunde langsamer alterten als die Menschen auf der Erde. Auch Präsident Nixon wusste von dieser Tatsache und scherzte mit den zurückgekehrten Apollo-Astronauten über ihre Jugend, die sie durch ihre Reise ins All verlängert hatten. Nach Einsteins Theorie jedoch müssen Astronauten deutlich schneller reisen, um mehr als eine Mikrosekunde in die Zukunft zu gelangen. Sie müssten nahezu mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Das ist etwa 27.000 Mal schneller als die heute schnellste Art der Fortbewegung. Unsere schnellsten Raumschiffe flogen mit etwa 40.000 Stundenkilometern. Das waren die Apollo-Flüge zum Mond. Naja, wir müssten etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde erreichen, um uns der Lichtgeschwindigkeit anzunähern. So gesehen haben wir also noch einiges vor uns, was die Geschwindigkeit betrifft. Es gibt mehrere Denkansätze, ein Raumschiff so schnell zu machen, dass es durch die Geschwindigkeit zu einer deutlichen Zeitdehnung kommt. Eine dieser Ideen spricht von der Antimaterie-Rakete. Eine solche Rakete würde durch die Verschmelzung von Materie und Antimaterie angetrieben. Astronauten, die mit Lichtgeschwindigkeit reisen, würden um Jahre langsamer altern als die Menschen auf der Erde.
Sie würden in ferner Zukunft nach Hause zurückkehren. Alle ihre Freunde und Bekannten wären längst tot. Have you any idea what year this is? Right here, right now? Of course I know what year it is. What's that got to do with it? Everything. Major, this is 2024. Natürlich kann niemand garantieren, dass den Astronauten diese Zukunft gefällt. Könnten sie dann wieder durch die Zeit zurückreisen? Nach Einsteins Theorie lautet die Antwort nein. Who are you? What are you doing to me? Kein Gesetz der Physik erlaubt eine Reise durch die Zeit in die Vergangenheit. So glaubte man jedenfalls bisher. 1974 jedoch verblüffte Frank Tipler seine Wissenschaftskollegen mit einem genialen gedanklichen Experiment. Es war in der Tradition Einsteins gedacht, beschrieb jedoch eine Reise in die Vergangenheit, nicht in die Zukunft. Sein Modell war ein rotierender Zylinder, so wie dieses Karussell. Wenn der Zylinder massiv genug ist und sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit dreht, wird seine Gravitation so stark, dass er die Zeit zu einer Schleife biegt. Mein Gedanke ist, dass ich mit einem rotierenden, massiven Körper wie diesem Karussell eine Zeitmaschine konstruieren lässt. Ein sehr massiver, rotierender Körper biegt die Zeit auf eine ganz spezielle Weise. Wenn Sie sich nun in die Richtung bewegen, in der wir uns auch jetzt bewegen, in die Richtung des Karussells, dann bewegen Sie sich in der Zeit rückwärts, wenn Sie sich umdrehen. Dr. Tiplers Karussell ist nicht die einzige Möglichkeit, in der Zeit rückwärts zu reisen. Eine andere Möglichkeit besteht im Zusammenhang mit unglaublich dünnen, sehr dichten Materiesträngen, die vom Urknall herrühren. Mithilfe dieser kosmischen Strings hat Dr. Gott seine Theorie über Zeitreisen in die Vergangenheit entwickelt. Hier ist das Rezept für eine Zeitmaschine, die uns in die Vergangenheit bringt. Wir beginnen mit einem kosmischen String. Das sind hypothetische Objekte, übrig geblieben aus den frühesten Tagen des Universums. Sie bestehen aus extrem verdichteter Materie. Durch diese gewaltige Massedichte ist der Raum um die kosmischen Strings gebogen. Er ist also nicht flach wie diese Pizza, sondern wie eine Pizza, aus der eine Ecke herausgeschnitten ist. Wenn ich aus der Pizza eine Ecke herausschneide und sie an den Schnittstellen wieder zusammenfüge, erhalte ich einen Kegel. Die Gravitation um die kosmischen Strings ist so groß, dass sich der Raum wie die Pizza kegelförmig um die Strings biegt. Ein Lichtstrahl, der gerade durch den Raum geht, wird in den Kegel hineingesogen. Ein Astronaut jedoch könnte die Abkürzung entlang des Randes nehmen und könnte die gegenüberliegende Seite noch vor dem Lichtstrahl erreichen. Wenn ich jetzt ein kleines Raumschiff hätte, das sich mit etwa 99,99% der Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, dann würde ich wegen der kürzeren Entfernung entlang des Randes noch vor dem Lichtstrahl auf der anderen Seite ankommen. Nach Dr. Gotts Theorie ist es also möglich, schneller als das Licht zu reisen. Und wenn man schneller ist als das Licht, bewegt man sich in der Zeit rückwärts. Man könnte also sich selbst wieder treffen. Die Raumzeit ist so weit gebogen, dass ich nicht nur an dem Ort, sondern auch zu der Zeit ankomme, zu der ich gestartet bin. Ich kann mir also selber zum Zeitpunkt des Starts die Hand schütteln. Das ist das Ende Ihrer Zeitreise, guter Doktor. Zu schade, Mr. Klondike, dass Sie an der Wissenschaft kein Interesse haben. Zeitreisen sind möglich, zumindest in der Theorie. Eine andere Sache ist es, die nötigen Maschinen zu bauen. Und was würde passieren, wenn wir eines Tages in die Vergangenheit reisen könnten? Könnten wir zum Beispiel Hitler aufhalten? Einige Physiker denken, dass die Vergangenheit absolut unveränderbar ist. Aber was könnte uns davon abhalten, zum Beispiel John F. Kennedy zu retten? Was würde passieren? Man kann die Vergangenheit dieses speziellen Universums nicht verändern. Natürlich könnte man in die Vergangenheit reisen und die Geschichte radikal ändern. Aber das Ergebnis wäre, dass man sich sozusagen in ein anderes Universum katapultieren würde, in dem diese Veränderungen der dortigen Vergangenheit entsprechen. Würde man versuchen, die Vergangenheit zu verändern, so die Theorien einiger Physiker, würde man sich selbst in ein anderes Universum katapultieren.
Ein anderes fantastisches Phänomen wäre, dass durch Zeitreisende große Entdeckungen plötzlich aus dem Nichts kommen könnten. Eine Information könnte sich so in einer Zeitschleife bewegen, dass es schwer herauszufinden wäre, wo sie erschaffen wurde. Nehmen wir einmal an, ein Zeitreisender aus der Zukunft würde in der Zeit zurückreisen, Einstein besuchen und ihm die Gleichungen der Relativitätstheorie übermitteln. Einstein schreibt diese auf. Irgendwann in ferner Zukunft würde jemand die Gleichungen lesen. Er könnte wieder durch die Zeit zurückreisen und sie Einstein zeigen. Wer hat also ursprünglich die Gleichungen erdacht? Einstein war es nicht, er hat sie vom Zeitreisenden bekommen. Aber der Zeitreisende hat sie auch nicht erdacht, er hat sie in Einsteins Buch gelesen. Zeitreisen können zu seltsamen Paradoxien führen. Wird Captain Zero in die Vergangenheit reisen können und Molly Pitcher vor den Rotmänteln retten können? Und wird er durch diese Tat den Lauf der Geschichte bewahren oder Geschichte neu erschaffen? Fragen wie diese sind nicht länger der Traumfabrik Hollywoods vorbehalten. Science Fiction wird zur Wissenschaft. Rocket travel to the moon. Die Reise mit einer Rakete zum Mond wurde noch in den 20er Jahren in einem Leitartikel der New York Times als kompletter Unsinn verworfen. Heute wissen wir, es ist möglich. Und warum wissen wir es? Weil wir es getan haben. Schon zu Beginn dieses Jahrhunderts war klar, dass ein Mondflug technisch machbar ist. Die Gesetze der Physik erlaubten es. Es galt nur zu lernen, diese Gesetze der Physik praktisch umzusetzen. Ähnlich verhält es sich mit der Zeitreise. Die Gesetze der Physik erlauben es, und ich denke, wir sollten akzeptieren, dass es möglich ist. Der Flugzeugträger George Washington, eines der modernsten Schiffe, die es zurzeit gibt. Hightech-Navigationsgeräte sorgen dafür, dass das Schiff seinen Weg findet, dass Flugzeuge hier starten und landen können. Warum um alles in der Welt stehen dann die Seeleute hier und navigieren mit Hilfe der Sterne? Und wieso ist eine einfache Armbanduhr das Herzstück ihrer Ausrüstung? Diese Seeleute sind auf der ewigen Suche nach der perfekten Uhr. Für unsere Peilungen orientieren wir uns an der Position bestimmter Sterne oder Himmelskörper. Zum Beispiel peilen wir jetzt Kutschat, okay? Wir messen die Entfernung des Sterns bis zum Horizont. Das Wichtigste bei der Navigation mit Himmelskörpern, ob Sonne, Sterne, Mond oder Planeten, ist die Zeit, weil alles in Bezug zur Zeit steht. Bis zum 18. Jahrhundert hatten die Seefahrer keine Möglichkeit, ihren jeweiligen Längengrad zu bestimmen. Die Glücklichen unter ihnen verfehlten ihren Kurs nur um einige hundert Kilometer, die weniger Glücklichen gingen auf den Ozeanen verloren. Dann fanden die Astronomen eine Lösung. Sie verfassten einen Almanach, in dem die Positionen der Sterne über Greenwich in England zu jeder Zeit des Jahres verzeichnet waren. Ein Navigator auf einem Schiff konnte jetzt mit einem Sextanten den Winkel eines Sterns über dem Horizont bestimmen. Diesen Winkel konnte er dann anhand des Almanachs mit der Position des Sterns über Greenwich vergleichen. Der Schlüssel des Ganzen aber war eine genaue Uhr, denn Sterne bewegen sich fortwährend. Die Pendeluhren der damaligen Zeit waren zu ungenau und an Bord von Schiffen so gut wie unbrauchbar. Die Suche nach einer perfekten Uhr, nach einem Chronometer, wie der Uhrmacher Jim Michael sie bezeichnet, hatte begonnen. In England wurde eine Kommission zusammengestellt, die einen Preis in Höhe von 20.000 Pfund ausschrieb. Für denjenigen, der ein Chronometer konstruiert, das strikten Standards entspricht. John Harrison, eigentlich ein Schiffszimmermann, verbrachte sein ganzes Leben mit der Entwicklung verschiedenster Mechaniken, die diesen Vorgaben genügen sollten. Zuerst musste Harrison eine Metalllegierung finden, die relativ temperaturunabhängig ist.
Dann galt es, einen neuen Pendeltyp zu perfektionieren, der durch die Bewegungen eines Schiffs nicht in Schwanken gerät. Er verwandte eine Haarfeder wie diese. 40 Jahre arbeitete Harrison an der Perfektionierung seiner Uhr. Auf einer letzten Erprobungsfahrt in die Karibik ging die Uhr nur um 7 Sekunden nach. Nach 3 Anläufen hatte Harrison es endlich geschafft und erhielt die versprochenen 20.000 Pfund. Das entspricht heute etwa 18 Millionen D-Mark. Aber für England war diese perfekte Uhr viel mehr wert. Früher pflegten die Engländer zu sagen, im Empire geht die Sonne nie unter. Einer der Gründe dafür war das Chronometer, das ihnen erlaubte, um die ganze Welt zu segeln. Das erste Mal seit vielleicht 40 Jahren, dass es wieder tickt. Der Zweite Weltkrieg. Uhren waren noch immer die Voraussetzung für die Vorherrschaft auf den Meeren. Die US Navy, die unvorbereitet in diesen Krieg gezogen wurde, brauchte plötzlich Tausende dieser handgemachten Uhren. Mit der Massenproduktion wurde die Hamilton Watch Company beauftragt. Frühere Angestellte erzählen: Vor dem Ausbruch des Krieges hatten wir etwa 1000 Mitarbeiter, die nur Uhren herstellten. Auf dem Höhepunkt des Krieges waren über 3000 Leute hier beschäftigt. Oh ja, wir haben in 12-Stunden-Schichten gearbeitet, 7 Tage die Woche. Bei Hamilton haben wir etwa 11.000 Chronometer in 3 Jahren fabriziert. Das waren mehr, als es bis zu der Zeit auf der ganzen Welt gegeben hat. Ich glaube, es war 1941, als wir das erste Chronometer zusammengebaut haben. Diesen Tag werde ich nie vergessen, als wir das Ding aus Einzelteilen, die alle bei Hamilton hergestellt waren, zusammensetzten. Das war ein großer Tag. Die Uhr, die den Krieg gewann, so könnte man, glaube ich, das Marinechronometer bezeichnen. Naja, die Navy fürchtete, dass deutsche U-Boote Eliteeinheiten in die USA bringen könnten, die sich nach Lancaster durchschlagen und die Hamilton-Werke in die Luft jagen. Hamilton war während der Kriegsjahre der einzige Hersteller von Chronometern. Ich habe mit einem Schweizer Ingenieur zusammengearbeitet, der nach dem Krieg in die Uhrenschmiede kam. Er meinte, dass Hamilton bessere Marinechronometer baute, als die Schweizer es je getan hätten. Warum? Weil sie mussten. Amerika beherrschte die Meere, obwohl die Achsenmächte die größere Marine hatten. Viele glauben, der Grund dafür war das Chronometer. Aber was macht ein Chronometer heute noch auf einem 3 Milliarden Dollar Schiff wie der George Washington, das ausgerüstet ist mit modernster Elektronik? Gerade im Moment manövrieren wir das Schiff in den Wind. Dann erhöhen wir die Geschwindigkeit, um so guten Gegenwind auf Deck zu haben. Ideal für schwere Flugzeuge wie den A6-Tanker. Das Schiff muss in ständiger Bewegung sein, um bei Starts und Landungen richtig im Wind zu stehen. Die Navigation des Flugzeugträgers wird durch Satelliten und das Global Positioning System, kurz GPS, geregelt. Mit Hilfe des GPS kann der Navigator das Schiff innerhalb eines kleinen Bereichs auf dem Ozean halten. Zurzeit sollen wir uns hier in Charlie aufhalten. Sehen Sie dieses Gebiet hier? Sobald wir in den Persischen Golf kommen, teilen wir das Meer in diese Quadranten auf und müssen dann innerhalb bestimmter Quadranten bleiben. Darüber hinaus ist das Meer hier nicht sehr tief, an manchen Stellen nur 40 bis 60 Meter. Dann gibt es die territorialen Grenzen, die es zu beachten gilt. Da ist Iran, da ist Irak, Katar und Kuwait. Und trotz dieser Anforderungen noch eine alte Technologie? Naja, wenn irgendwas mit der Elektronik schief geht, wenn ein Satellit aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, dann habe ich meinen Steuermann-Smart, der die Sterne peilen und die Position bestimmen kann. Und wie Sie sehen, haben wir heute unsere Position schon bestimmt. Auf etwa 1000 Meter genau zu der Position, die das GPS errechnet hat. Das ist auf dem offenen Meer sehr genau. In Kriegszeiten lassen sich Satelliten zerstören, aber nicht die Sterne. Deswegen werden auch auf modernsten Kriegsschiffen jeden Tag die Positionen nach den Sternen vermessen. Der genaue Gang der Chronometer wird kontrolliert und dem Kapitän wird darüber Bericht erstattet. And reports the approaching hour of 12 o'clock. All chronometers have been compared. Customers should strike 8 bells on time. Strike 8 bells on time. Aber woher haben die Leute der Navy die genaue Zeit? Sie stellen ihre Uhren nach den Angaben des Naval Observatory in Washington.
Der sogenannte Zeitball wurde jeden Tag um exakt 12 Uhr mittags vom Turm des Naval Observatory geworfen. Heute gibt es für das Naval Observatory den offiziellen Zeitgeber Amerikas. Natürlich modernere Methoden, die genaue Zeit mitzuteilen. Die Uhr hinter mir ist die Masteruhr des Verteidigungsministeriums der USA. Universal Time, 17 hours, 26 minutes, exactly. Heute haben die Schwingungen von Atomen das Pendel ersetzt. Die natürlichen Eigenschwingungen von Atomen sind so konstant, dass eine Atomuhr bis auf eine Milliardstel Sekunde pro Tag genau geht. Aber wie bestimmt das Naval Observatory die offizielle Zeit? Wir haben etwa 50 Uhren in unserem Observatorium. In einer Uhrenkammer sind etwa 12 Uhren. In einer anderen Uhrenkammer haben wir 5 Uhren. Und im Haus 52, einem modernen Gebäude, haben wir zurzeit die Großzahl unserer Uhren. Wir haben sie hier in sogenannten Umweltkammern installiert. Die Temperatur schwankt um nicht mehr als ein Viertel Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als um 1%. Alle Uhren sind vernetzt. Sie werden gemessen und untereinander verglichen. Mit den Messdaten wird ein Computer gefüttert, der dann die Durchschnittszeit errechnet. Es gibt also keine Masteruhr. Die offizielle Zeit ist die Durchschnittszeit vieler Uhren. Und welche Uhr trägt Amerikas oberster Zeitwächter? Ich trage keine Uhr. Wenn ich meine Arbeit hier richtig mache, brauche ich keine Uhr zu tragen. Ich muss mich hier nur umsehen und weiß, wie spät es ist. Atomuhren sind so genau, dass sich mit ihnen sogar die Drehung der Erde messen lässt. Die NASA macht das mit Hilfe von Laserstrahlen, die vom Mond reflektiert werden. Die ersten Astronauten, die auf dem Mond landeten, installierten dort das dazu nötige Gerät. Einen relativ einfachen Reflektor, der die Laserstrahlen zur Erde zurückwirft. Die tägliche Rotation der Erde um die eigene Achse war früher ein gutes Zeitmaß. Aber die Atomuhren und die Laserexperimente haben gezeigt, dass die Erdrotation jeden Tag um eine Tausendstel Sekunde langsamer wird. Diese Ungenauigkeit der Erdrotation wird durch das Hinzufügen von Schaltsekunden ausgeglichen. Auch für das Militär sind präzise Zeiten von großer Bedeutung. Bestimmte Dinge müssen zu bestimmten Zeitpunkten passieren, weil man nicht der einzige Mitspieler in diesem Szenario ist. Genauso wie bei einem Theaterstück. Wenn der Hauptdarsteller zum falschen Zeitpunkt auftritt und seinen Text spricht, geht jegliche Bedeutung verloren. Wenn ein Flugzeug nur eine Sekunde zu lange braucht, um die Landebahn freizumachen, kann das nächste schon nicht mehr landen. Eine Sekunde ist sehr viel für einen Piloten. Eine Sekunde könnte bedeuten, dass er im Zielfenster für einen Raketenabschuss ist. Oder aber auch nicht. Das gleiche gilt für einen Torpedo. Das U-Boot ist in Reichweite oder schon außerhalb. Zeit sind für mich zwei Dinge. Da ist die Zeit, Flugzeuge zu starten und die Zeit, sie wieder reinzuholen. Beides muss stimmen. Oft zählen Bruchteile von Sekunden, vor allem für den Navigator. Das Global Positioning System arbeitet deswegen mit der Genauigkeit von Atomuhren. Der Auftrag des heutigen Übungsfluges ist folgender. Wir haben ein Schiff mit verdächtiger Ladung gesichtet. Unsere Schiffe haben versucht, es zu stoppen und die Ladung zu überprüfen. Das verdächtige Objekt hat sich jedoch geweigert. Wir sollen jetzt mit den Helikoptern einen Angriff fliegen, auf dem Schiff landen und es stoppen. Mit Hilfe des GPS können wir diesen Angriff in niedriger Höhe fliegen und haben so den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Das GPS besteht aus 24 Satelliten. Jeder ist mit einer Atomuhr ausgerüstet. Wenn ein Navigator jetzt diese künstlichen Sterne nicht mit einem Sextanten, sondern mit einem computergesteuerten Empfänger anpeilt, senden die Satelliten ein Zeitsignal.
Durch den Vergleich der Empfangszeiten der verschiedenen Zeitsignale errechnet der Computer die genaue Position. Früher fürchteten Piloten, dass sie, bedingt durch einen Navigationsfehler, ein falsches Schiff angreifen könnten. Ein Irrtum, der durch das präzise GPS heute ausgeschlossen ist. Aber ist das GPS ausreichend genau, um einen Jet auf einem Flugzeugträger zu landen? Wenn man das erste Mal da draußen ist und über den Flugzeugträger fliegt, darauf wartet, runterzugehen, denkt man, oh, das schaut wirklich klein aus von hier oben. Die Navy würde gerne mit Hilfe des Global Positioning Systems die Flugzeuge automatisch landen. Wissen Sie, das Schiff bewegt sich immer weg von mir. Diese Bewegung muss ständig korrigiert werden. Man landet auf einem sich bewegenden Objekt. Dann gibt es noch den Wind. Wir nennen ihn das Plätschern. Das Schiff selbst erzeugt einen Sog am Ende der Rampe und kleine Aufwinde etwas entfernt von der Rampe. Alle diese Variablen müssen bedacht und korrigiert werden. Eine Zeitabweichung von einer Millionstel Sekunde macht beim GPS etwa 300 Meter aus. Mithilfe der Atomuhren lassen sich mit dem GPS Positionen auf 9 Meter genau bestimmen. Aber reicht das aus? Wenn man nur um 3 Meter abweicht, winken sie unten ab. Du bist nicht im Landefenster. Sie winken ab, du gibst wieder Schub, drehst noch eine Runde und versuchst es wieder. Also ist selbst das GPS für diese Aufgabe noch nicht akkurat genug. Dazu bräuchte es noch genauere Uhren. Die Suche nach der perfekten Uhr geht also weiter. U.S. Naval Observatory Master Clock. At the tone, Eastern Daylight Time. 13 hours, 25 minutes, 25 seconds. Bob Levine will wissen, wie schnell wir gehen. Ich vermesse hier eine Strecke von 20 Metern und stoppe die Zeiten, die Fußgänger für diese Strecke benötigen. Dann errechne ich eine durchschnittliche Gehgeschwindigkeit. Jetzt stelle ich mich an einen Platz, wo ich nicht auffalle, und beginne die Zeiten zu stoppen. Levine misst das Tempo des Lebens. Überall in Amerika. Die langsamsten Fußgänger fand er in Fresno, Kalifornien. Mit 14,7 Sekunden brauchten sie für 20 Meter fast 3 Sekunden mehr als die schnellsten. Von den 36 Städten in den USA, in denen wir dieses Experiment durchgeführt haben, fanden wir die schnellsten Fußgänger in New York City. Unser Mann, der die Messungen dort gemacht hat, berichtete von zahlreichen Behinderungen für die Fußgänger dort. Und trotzdem, sie waren die schnellsten im Vergleich der 36 Städte. Levine macht die Straßen unsicher. Überall taucht er unerwartet auf. Entschuldigen Sie, wie spät ist es bitte? Es ist 9.25 Uhr. Entschuldigung. 9.25 Uhr. Auf diese Weise will er herausfinden, wie die Menschen mit der Zeit umgehen. Ein weiterer Indikator für das Tempo des Lebens. Wir wollen wissen, wie genau Menschen mit der Uhrzeit umgehen und auch, wie genau öffentliche Uhren gehen. Das Ergebnis dieses Tests war, dass Atlanta die am wenigsten pünktliche Stadt in den USA ist. Nur 55% der Leute hier tragen Uhren. Im Vergleich dazu sind es in New York City 90%. Das sagt natürlich nichts über die Genauigkeit der Uhren aus. Ich erinnere mich, als ich in Rio de Janeiro jemanden nach der Zeit fragte. Meine Uhr ging absolut richtig und ich fragte diesen Mann, wie spät es ist. Er sah mich sehr eindringlich an und sagte, es ist genau 3.30 Uhr. Und ich glaube, es war so etwa 9 Uhr am Morgen. Levine misst auch die Sprechgeschwindigkeit der Menschen, indem er die Silben pro Sekunde zählt. Das Ergebnis, in Columbus, Ohio, sprechen sie am schnellsten, fast 4 Silben pro Sekunde. Am langsamsten in Detroit,
mit nur etwa 2 Silben pro Sekunde. Levines eigene Sprechgeschwindigkeit liegt bei etwa 3,5 Silben pro Sekunde. Aus diesen ganzen Einzelstudien hat Levine einen Tempoindex des Lebens errechnet. Danach ist Los Angeles die langsamste Stadt Amerikas, gefolgt von 2 weiteren Städten in Kalifornien. Die schnellsten Städte liegen an der Ostküste. Nummer 1 ist Boston, gefolgt von Buffalo und New York City. Wieso ist unser Leben so schnell geworden? Es war vor allem eine Erfindung, die unser Leben in Bezug auf die Zeit verändert hat. Wenn ich, nehmen wir an, 1880 in einen solchen großen Bahnhof gekommen wäre, hätte ich Probleme gehabt, die genaue Zeit zu erfahren. Es sei denn, ich hätte meine eigene Uhr gehabt oder ein gutes Zeitgefühl. Aber am Bahnhof hätte ich festgestellt, dass es hier vielleicht 3 oder 4 Zuglinien gibt und jede hatte ihre eigene Zeit. Bis lange vor dem Bürgerkrieg gab es keine Standardzeit. Jede Stadt hatte ihre eigene Zeit. Wenn ich damals von New York nach Buffalo gefahren wäre, hätte ich Dutzende lokaler Zeitzonen durchquert. Deswegen begannen die Eisenbahngesellschaften irgendwann, ihre Fahrpläne zu koordinieren. Am 18. November 1883 schließlich führten die amerikanischen und kanadischen Eisenbahngesellschaften das 4-Zonen-Zeitsystem ein, das bis heute gültig ist. Und sie gingen davon aus, dass die Öffentlichkeit dieses System übernehmen würde, denn die Eisenbahngesellschaften beherrschten damals den Handel in Amerika. Dieser 18. November 1883 wurde in der Presse als der Tag der 2 Mittage bezeichnet. Um das gesamte Eisenbahnsystem effizienter zu machen, entwickelten die Eisenbahngesellschaften dieses willkürliche Zeitsystem. Das war ein radikaler Eingriff. Viele empfanden die neuen Zeitzonen als unnatürlich, ja sogar als Gotteslästerung. Ich stehe hier vor der Gedenktafel, die William Frederick Allen gewidmet ist, dem Mann, der mehr als jeder andere verantwortlich war für die Entwicklung der Standardzeitzonen. Das Ironische an dieser Gedenktafel ist, dass sie oben eine aufgehende Sonne zeigt und unten die Uhren der 4 Zeitzonen. Nun, die Ironie ist, dass die Standardzeitzonen den Lauf der Sonne irrelevant machen. An manchen Orten beträgt der Unterschied zur wirklichen Sonnenzeit 45 Minuten oder sogar eine Stunde. Nicht nur die Sonne. In gewissem Sinne hat die Natur als Regulator für den Menschen dadurch an Bedeutung verloren. Und es war kein Zufall, dass kurz nach Einführung der Standardzeit die erste mechanische Stechuhr patentiert wurde. Von jetzt an hatten auch die Fabriken ihre standardisierte Zeit. Eine Zeit, nach der sich alle Arbeiter zu richten hatten. Das berühmteste Beispiel in diesem Zusammenhang ist Frederick Taylor, der oft auch als Vater des wissenschaftlichen Managements bezeichnet wird. Er war der Erste, der Arbeitsabläufe mit der Stoppuhr überwachte, um sie dann neu zu strukturieren. Oft scheint es, dass die Einführung der Standardzeit für Leute wie Taylor der entscheidende Anstoß war, ganze Fabriken zu synchronisieren. Getreu dem Sprichwort, hier funktioniert alles wie ein Uhrwerk. Die Standardzeit, die erst vor wenig mehr als 100 Jahren eingeführt wurde, war der Beginn für das Tempo des modernen Lebens. Und heute scheint es, werden wir von der Uhr beherrscht. Ich gehe jetzt eine Briefmarke kaufen und schaue, wie lange das dauert. Ich frage nach einer 32-Cent-Marke und lege einen 5-Dollar-Schein auf den Schalter. Mal sehen, wie lange die gesamte Aktion dauert. Bob Levine will nicht die Arbeit effizienter gestalten. Er will mehr über die negativen Seiten eines schnellen Lebensstils erfahren. Sind schnelllebige Menschen zum Beispiel weniger freundlich? Eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich bei meinem Sammeln von Daten gemacht habe, war am Hauptpostamt von New York City, wo ich auch nach einer Briefmarke fragte. Hinter dem Schalter stand eine Frau. Sie nahm einen 5-Dollar-Schein, hielt ihn hoch über ihren Kopf und begann ganz langsam zu schreien: Sie meinen, Sie wollen eine 32-Cent-Marke kaufen und geben mir diesen 5-Dollar-Schein? Sie bellte mich regelrecht an. Naja, das waren 10 kostbare New Yorker Sekunden. Levine lässt auch Kugelschreiber fallen, um zu sehen, ob Passanten sie aufheben. Mit diesem Test hat er gezeigt, dass Menschen in schnelllebigen Städten sich weniger Zeit nehmen, anderen zu helfen. Ein Ergebnis, das er durch weitere Studien untermauern will.
Wir haben uns auch schon als Blinde verkleidet und an einer Ampel gewartet, um zu testen, wie lange es dauert, bis Passanten dem Blinden bei Grünlicht über die Straße helfen. Oder wir haben adressierte und mit Marken versehene Briefe auf der Straße liegen gelassen, um zu sehen, ob sich jemand aufhebt und in den Briefkasten wirft. Aus New York haben wir einen Brief zurückbekommen, der an einer Seite aufgerissen war. Auf dem Brief stand eine Notiz mit bösen Vorwürfen über mein unverantwortliches Verhalten. Trotzdem wurde dieser Brief als positive Reaktion gewertet. Er war überhaupt einer der ganz wenigen, die wir aus New York zurückbekommen haben. Je schneller und unfreundlicher eine Stadt ist, desto schneller kommt es zu Zusammenbrüchen. Wir haben uns gefragt, ob wir eine gewisse Typisierung vornehmen können. So haben wir zum Beispiel von den 36 Teststädten in den USA die Relation zwischen dem Tempo des Lebensstils und der Todesrate durch Herzerkrankungen untersucht. Und tatsächlich besteht eine solche substanzielle Beziehung zwischen der Schnelligkeit des Lebens und der Todesrate durch Herzerkrankungen. Ein schnelles Leben fordert vom Körper seinen Preis. Aber wie steht es um die innere Uhr des Menschen? Dr. J. Albrecht wird 4 Tage lang ohne Uhr in einem abgeschlossenen Raum zubringen. Die Elektroden sollen helfen, die Genauigkeit seiner inneren Uhr zu messen. Über Monitore in einem Kontrollraum werden Albrechts Aktivitäten in dem fensterlosen Raum verfolgt. Er darf lesen und kochen, jedoch nicht fernsehen oder schreiben. Die Wissenschaftler wollen wissen, was er macht, wenn es nichts zu tun gibt. Und wie seine innere Uhr funktioniert, ohne Anhaltspunkte für einen Zeitablauf. Okay, Freunde, der erste Tag. Es ist Freitag, ich würde schätzen 10.30 Uhr morgens. Im Abstand von einigen Stunden muss Dr. Albrecht seine Schätzungen für Zeit und Temperatur durchgeben. Dr. Albrecht, can I get a temperature and time estimate, please? We measure temperature the only way there is to measure temperature. Wir messen die Temperatur bei Dr. Albrecht rektal mit einem kleinen Vinyldraht. Das klingt schlimmer, als es ist. Er trägt ihn 24 Stunden, außer beim Duschen und auf der Toilette. Es hat sich gezeigt, dass die Körpertemperatur der Schlüssel für unser Zeitgefühl ist. Temperatur 36,8 Grad und die Zeit würde ich schätzen 6 Uhr Samstagabend. Unsere Körpertemperatur verändert sich systematisch in einem 24-Stunden-Rhythmus. Ihren höchsten Stand erreicht sie gegen 4 Uhr am Nachmittag und den tiefsten Stand um etwa 4 Uhr am Morgen. Wir haben festgestellt, dass die subjektive Einschätzung einer Zeitperiode, sagen wir von einer Stunde, von diesem biologischen Rhythmus abhängt. Wenn die Körpertemperatur hoch ist, empfindet man subjektiv eine Stunde kürzer, als wenn die Temperatur niedriger ist. Wenn die Körpertemperatur am höchsten ist, ist die Wahrnehmung verschoben. Die Zeit scheint langsamer zu vergehen. Wenn die Körpertemperatur niedrig ist, scheint die Zeit wie im Fluge zu vergehen. Mit dem Alter nimmt die Körpertemperatur beim Menschen um etwa ein halbes Grad ab, sodass die Zeit immer schneller zu vergehen scheint. Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Zeit wie im Fluge zu vergehen scheint, wenn man älter wird. Und als Kind scheint es ewig zu dauern, bis endlich wieder Weihnachten ist. In der Tat scheint diese Wahrnehmung mit einem sich ändernden Metabolismus zu tun zu haben. Für Menschen wie Dr. Albrecht, die in ihren 60ern sind, scheint die Zeit um 20% schneller zu vergehen als für junge Erwachsene. Während des Experiments bestätigt Dr. Albrechts Verhalten eine bekannte Weisheit. Ein Wassertopf, den man beobachtet, beginnt nie zu kochen. Und Dr. Albrecht kann den Montagmorgen, das Ende des Experiments, kaum erwarten. Guten Morgen oder guten Nachmittag. Ich denke, es ist Sonntagmittag. Oh, ich schätze, es ist 11 oder 12 Uhr, Sonntagnacht. Guten Morgen, Freunde. Ich denke, es ist 8 Uhr am Montagmorgen.
Naja, jetzt schätze ich, dass 24 Stunden seit meiner Ankündigung, dass es Montagmorgen 8 Uhr ist, vergangen sind. Dr. Albrecht, ich wollte Sie nur wissen lassen, dass das Experiment jetzt beendet ist. Ihre Zeit ist vorbei. Yes, you are. Nach 4 Tagen der Isolation ist Dr. Albrecht wieder frei. Mit der Erfahrung, dass unsere innere Uhr recht schlecht funktioniert. Die Zeit erscheint ziemlich verzerrt. Offensichtlich dachte ich, dass ein Tag weniger als 16 Stunden hat. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass unsere Körpertemperatur nicht nur unser Zeitgefühl, sondern auch unser Schlafverhalten beeinflusst. Immer wieder hat sich gezeigt, dass der Mensch seine Hauptschlafphasen in Verbindung mit niedriger Körpertemperatur hat. Aber es zeigt sich ebenfalls eine starke Tendenz einzuschlafen, wenn die Körpertemperatur ihr Maximum erreicht hat, etwa zwischen 2 und 4 Uhr am Nachmittag. Es ist also nicht nur die Verdauungsmüdigkeit, die wir hier spüren. Es gibt ganze Kulturen um diese sogenannte Siesta. Aber sie ist nicht nur ein kulturelles Phänomen, sondern biologisch begründet. Das Nickerchen am Nachmittag ist ein genauso starkes biologisches Verlangen wie der Schlaf in der Nacht. Und beide stehen in Bezug zum biologischen Rhythmus des Körpers und der Körpertemperatur. Bob Levine studiert die Siesta-Kultur in Mexiko. Diese Arbeit ist Teil seiner 31 Länder vergleichenden Studie über das Tempo des Lebens. Seine Ergebnisse zeigen, dass Mexiko, wie das Vorurteil sagt, zu den langsamsten Ländern zählt. Das Tempo ist jedoch auch biologisch bestimmt. Und wie schnell sind die USA? Sie sind nicht einmal unter den ersten 10 Plätzen zu finden, sondern im Mittelfeld auf Platz 16. Die schnellsten Länder sind zugleich die wohlhabendsten: Japan, die Schweiz und Deutschland. Anders als in Mexiko gibt man hier den wirtschaftlichen Interessen Vorrang vor den biologischen Veranlagungen. Und es ist kein Zufall, dass in diesen Ländern die besten Uhren der Welt gebaut werden. Heute können wir die Zeit bis auf 1/1000000stel Sekunde genau messen. Aber was nutzen all diese Messungen, wenn die Zeit über Länder und Kulturen hinweg, aber auch an einzelnen Tagen, so unterschiedlich ist? Wissen Sie, das Brillante ist, wenn man über Zeit nachdenkt, denkt man über den amorphsten, subjektivsten und vielleicht vieldeutigsten Teil unseres Lebens nach. Zeit ist eine unglaublich künstliche Kreation. Und ich denke, es ist sehr wichtig zu sehen, welches Konzept der Zeit die verschiedenen Kulturen und Länder haben, um letztendlich zu realisieren, wie willkürlich unser Sinn für Zeit ist. Excuse me, do you know what time it is, please? Around 9:45. I don't have a watch. Oh, have you got a watch? Do you know what time it is, please? Yeah, I have 10 till 10. I'm sorry? 10 till 10. Thanks very much. Okay. Yeah.